Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Xenoverse. Ja, in der letzten Folge haben wir quasi die siebte Arena abgeschlossen, wo auch tatsächlich zuerst Gengar als Gast dabei war. Schon ein bisschen lustig war. Ja, und nun haben wir ein Flugticket bekommen und sind in die Kanto-Region tatsächlich gereist. Vor nach Orania City, um hier unseren achten Orden zu holen. Ich würde sagen, machen dann nochmal direkt hier weiter. Wenn man schon mal die Gelegenheit hat, hier zu sein, dann sollten wir das auch gründlich alles hier untersuchen. Ah, danke. Was ist denn mit der Arena passiert? Ja, aber das ist Orania City, Leute. Das sehe ich sofort auch an dem Wasser und alles. Hier ist auch der Hafen quasi. Was zum Teufel? Spielt das etwa Jahre nach Gold, Silber, Kristall oder auch Hartgold und so? Vielleicht macht er uns ja dann die Tür auf, wenn wir das haben, was er will. In die Arena würde ich sagen, gehen wir zum Schluss rein. Jetzt sehen wir uns hier erstmal gründlich um. Ja, danke. Ah! Hier können wir mal um... Ach, das ist ein Attackenerinnerer. Oh, das ist super, weil jetzt könnte ich quasi Milomute eine bessere Attacke geben. Das hier zum Beispiel. Oder auch quasi Eiszahn. Ja, doch. Eiszahn bringe ich jetzt auf jeden Fall mal bei. Aber Eis-Event ist ganz schön praktisch wegen Ende drunter setzen. Jetzt wird auch endlich Milomute stärker, Mensch. Ja, alles gut. Ich möchte noch ein bisschen mehr mit dir interagieren. Ah, vielleicht kann ich Glurak auch noch eine Flugattacke gleich geben. Thank you.
Nach dem Move habe ich gesucht. Luftschnitt. Ja, bitte. Sehr schön, jetzt kann das gute Glurak auch eine Flugattacke. Mal kurz schauen, was haben wir denn hier noch? Nee, ich glaube, er braucht es eigentlich nicht. Danke, mein Guter, du hast mir sehr weitergeholfen. Okay, da können wir nicht raus. Okay, hier waren wir schon. Ja, wie gesagt, ich würde mich wirklich gerne hier gründlich umsehen, bevor wir in die Arena gehen. Ich muss sagen, die Musik ist gut geremixed. Die echt Kanto hier eingebaut haben. Nicht schlecht. Warte mal, das hier gab es doch damals nicht, diesen Ort hier, oder? Aber gut, dass jetzt auch Milomute stärker geworden ist, weil der war echt mit seiner Kraft schon ein bisschen hinten dran quasi. Oh, danke. Oh, vielen lieben Dank. Sonderbombs kann ich immer gebrauchen. Ah, hier war ich schon. Die MS Ain wäre dort. Mhm. Schauen wir nochmal auf der Seite hier. Oh. Ja gut, dann sind wir wohl fertig mit der Erkundung hier. Moment, bevor wir aber in die Arena reingehen, würde ich gerne noch was machen. Sicher ist sicher, liebe Freunde. Hab mal die besten Moves von dem guten Rabigato mal hochgesetzt mit AP Top. Ich würde sagen, da stelle ich dann nochmal direkt nach vorne, weil das war ja eine Elektro-Arena. Jetzt schon unseren achten Orden dann, oder was?
Hallo, Major Bob. Gott, wie das hier aussieht und so. Hey, Kid. Don't you have anything better to do than to come here looking for an old geezer like me? Actually, you see, I know exactly why you're here. You want my badge, don't you? Since my retirement, I've seen only a few kids willing enough to come this far. Even tough, I've decided to give up everything. I've never left my occupation in the Elder region. Unlike I did here in Kanto a long time ago. Not for some reason, but I didn't want to leave Arkansas, that's all. The determination I used to have by now has burned out and just made me an old man living in his memories. My appearance, as well as my being here, tell the full story. Is that Major Bob? Look at me. Look how the inexorable passage of time has made me. If it were up to me, I hadn't you over the page like lightning, but Bruce Dawes impose me to challenge you. It's not like I want to, but get a move on a better me. Moment, Leute, ich muss mal kurz was überprüfen. Ich will nämlich wissen, ob das wirklich Major Bob ist. Lädt gerade nicht die Seite. Naja. It's up to you to decide whether or not to take off all your strange. Fünf Pokémon. Tatsache, das ist Major Bob. Gott, bist du alt geworden. Oh, und das Arenaleiter-Theme. Nicht schlecht. Gott, was ist nur aus dir geworden, Major Bob? Wie viele Jahre sind hier bitte vergangen? Seit wir damals mit den guten, zum Beispiel Gold oder auch ja, mit den anderen damals unsere Reise hier gemacht haben oder auch mit Rot zum Beispiel. Ach Mist, du hast einen Ballon. Ja, und entschuldigt bitte, wenn es ab und zu eine kleine Leseschwäche gibt. Ich bin noch nicht so lange wach, ey. Noch ein bisschen verschlafen. Alter. Sag mal, hast du dich diesmal auf Stahl fokussiert? Du warst doch mal Elektro. Weil das erste war Stahlgift. Das zweite war auch Stahl-Elektro und das dritte war jetzt ja auch Stahl. Aber kriegen wir dann jetzt wirklich unseren achten Orden schon?
Das ist nicht gut, ich darf Rabigato hier nicht verlieren. Du switchst schon wieder? Level 52, ist das schon dein bestes Pokémon? Lurak hätte hier durchaus auch was machen können, aber... Ach, schade. Danke für deine Hilfe, Rabigato. Ja, wobei ich könnte auch mal schauen, ob Toulon zum Beispiel noch eine gute Wasserattacke kann oder so. Was? Oh nein! Raichu, sein Signature. Was ist das denn? Nee, um den kümmerst du dich mal bitte, Shulong. Volt Switch bringt dir nichts mehr. Alle anderen sind erledigt. Hümpf. Warte mal, sehe ich richtig? Du hast eine Roboterhand? Mit dem Feuerzeug? Alter, aus dir ist echt was geworden. Well, I don't care how much effort you did put in. Here's your payoff for taking the trouble to come this far. Und damit haben wir wohl nun den 8. Orden. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir den so schnell kriegen. That rusted piece of junk is the old badge of my longtime gym here in Kanto. I renamed it Honor Badge to remind me of the value of those memories. Ach, why am I getting lost in chatter with a pint-sized breath like you? You got what you want. Get out of my face now. Go away! What? My arm, you say? You're such a nosy tyke? If you really have nothing else to do, I tell you what led me to end like this. Jetzt bin ich mal gespannt. Years ago, I served within Team Rocket. I had legions of grounds under my command and everyone knew me as the terrible Lieutenant Surge. I was fighting for a man whom I held in very high esteem, Giovanni. It was a dream, until a brat above your age screwed everything up. The boss had to dissolve the organization he set up and I found myself alone again. As during war, when all my comrades got killed. However, the spirit of the warrior was still burning within me. I therefore decided to join the army of a distant region that was recruiting soldiers to engage in a conflict against its neighbors. It had to be a blitzkrieg, but instead it lasted longer than those who caused it ever expected. Food stocks started running very low and we had to split them between your comrades, with whom started to develop a fraternal bond. But war never changed, that's true.
Once of the comrades fell into the trap of enemies and I tried everything using a shocking attack move. The same that way back then saved my skin more than once. But that time it failed. My enemies were ground type Pokemon. After neutralizing my attack, they replied using rock type moves and devastated use. We had no chance. Myself, I got away with just an arm, but my brother in arms Raichu, it was unreconcilable. The comrade I had been trying so hard to save was gone straight off, tough. Then I blacked out due to the massive blood loss. However, someone rescued used took care of me and my Pokemon and cursed me with this new robot arm. After several days, I woke up from my coma and went on a rampage. It rather die on the battlefield than carry the heavy burden of failure on my shoulders. Then a man, probably the boss of all those classes down there, stood in front of me. He proposed me a major role within the organization he was setting up, calling it the Phoenix Rose from the ashes of Team Rocket. I refused it. Obviously, Team Rocket was done and gone without Giovanni. But I couldn't tolerate what they had done me, so I decided to run away with my Pokemon. But my Raichu was anything but the one I remembered. They told me its condition was so critical that they had to insert within its body mechanical parts to bring it back to life. Those hackheads were calling it an artificial specimen zero. All I knew was that I couldn't forsake a fellow, so I took it with me and ran off that laboratory. After all that happened, I had nothing left in this world, nothing but this gem who consumed by time. It remained deserted since I had left my position of Vermilion City's gym leader. To get involved full time in the same role in my homeland, Edith, I decided to come back here, and since then this old shack has basically been my home. It brings me back the memory of a gruesome past I could never forget. What a sad story, huh? You sat there listening to me ramble the whole time. You must be a good-hearted kid. And what about you? What makes you keep on your journey? I see. You are looking for your father who disappeared years ago. I wish you best of luck finding him. By the way, I want you to take this. It's old now, but it should still work. Ah, danke. That's a TM. You still use TOS, don't you? It contains Volt Switch, a move I've often used to zap all my enemies during war. Consider it my gift to you, young Blade. Succumbing to sentimentalism, I really thank over if the old me heard this, he'd have a roaring laugh. Hey you, listen up. What was the organization that kidnapped your father again? Team Dimension? Huh? Sometimes fate deals some people a rotten hand, you see. It was Team Dimension that made me like this. I happen to remember exactly where its hideout is.
How could I forget it after all? You want me to tell you, don't you? Well, you may not be very smart to think you can break in the enemy outpost or you guts of steel, kid. If you're willing to complete your mission so bad, I'm gonna tell you. In my hometown, Vega City, near my old gym, you can find the Eldiv Casino. A real haven for gamblers, fake tags, and for Team Dimension too. Pay attention now. There's a hidden passage inside there, probably shielded by some grounds, leading down to Vega City's underground. When you'll be down there, it's up to your ingenuity and hunch skill to find their hideout. But I'm sure you'll get it done. Watch out, kid. Tough. The truth might be a tough pill to swallow. Wow. Was für eine Geschichte, Leute. The apple doesn't fall far from the tree. Huh? Silver? Also sollen wir zu diesem Casino in Vega City oder wie? Oh, falscher Weg. Ich überlege gerade, ob noch Zeit ist, euch diese andere Sache zu zeigen. Weil ich habe offscreen noch etwas gefunden, was ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Ja komm, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Es befindet sich nämlich hier. So, ihn hier stellen wir mal nach vorne. Hier ist nämlich tatsächlich die Route 16. Und hier befinden sich auch ein paar Trainer. Ich war selber überrascht, als ich diese Route hier auf Screen gefunden habe. Ah, danke. Und EP schaden ja auch nicht.
Oh, stimmt, das ist ja besiegt worden. Dann holen wir ihn hier rein. Ach cool, hier geht's hin. Ein Sonderbonbon. Hier waren wir aber noch nicht. Ja gut, dann sind wir wohl hier fertig. Müssen wir jetzt wahrscheinlich zum Casino. Oh, da stehen schon Asta und Alice. Ja, und wie es hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Xenoverse. Bis dann. Ciao.